Dann begrüße ich Sie alle sehr herzlich zum heutigen Vortrag im Rahmen des Studium Generale. Ein Vortrag zu Männlichkeit oder dem, was man sich darunter vorstellen möchte oder auch nicht möchte. In einem Taz-Artikel vom 30.11. dieses Jahres berichtete man über das neue Kochmagazin Beef. Das ist das erste Magazin dieser Art, das sich ausschließlich an Männer richtet. Und die essen Fleisch. Rohes, rotes und vor allen Dingen viel Fleisch, nämlich ca. 1,1 Kilogramm pro Woche, doppelt so viel wie Frauen, sagt zumindest die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Die sagt einiges über unsere Essgewohnheiten und noch mehr darüber aus, dass und wie diese gegendert sind. Männlichkeit und Fleischkonsum, dies gehört auch für den Soziologen Martin Winter zusammen. Dabei ist Fleisch nicht an sich männlich konnotiert, wird aber kulturell mit der Kodierung Männlichkeit verbunden und hält ein weiteres Stereotyp, nämlich die bürgerliche Sphärentrennung, so immer noch Winter, zwischen Männern in der Produktion und Frauen in der Reproduktion aufrecht. Nun beschäftigt sich die Vortragende des heutigen Abends, Professor Dr. Silvia Mergenthal, wahrscheinlich weniger mit dem Fleischkonsum, gleichwohl stehen Geschlechterrollen und dabei vor allem die männliche im Vordergrund ihrer Ausführungen. Fleisch kommt schon vor. Und Fleisch kommt schon vor. Silvia Mergenthal, seit 1997 an der Universität Konstanz als Professorin für Anglistik und allgemeine Literaturwissenschaft tätig, hat sich mit dieser, nämlich der Thematik des Männlichen und der Männlichkeit, immer wieder beschäftigt. Sei es im Kontext von Gender und Sexuality bei James Hogg oder, wie im heutigen Vortrag, im Kontext der Masculinities in Great War. Diese Forschungen bilden auch Teil ihres aktuellen Buchprojektes zur Konstruktion von Männlichkeit in der Weltkriegsliteratur Großbritannien und Australiens oder in Kurzform: Wann ist der Mann ein Mann? Geschlechterrollen in der englischsprachigen Literatur zum Ersten Weltkrieg. Und ich übergebe das Wort und freue mich auf den Vortrag von Silvia Mergenthal. Ich sage es irgendwie ganz ungern, aber das Buchprojekt ist abgeschlossen. Ich wollte eigentlich als allerletztes eine Folie der Titelseite machen, fand das dann aber doch ein bisschen, aggressiv und zu auffordern und habe das deswegen weggelassen. Also das Buch ist da. Ich fange mit drei Vorbemerkungen an. Der Erste Weltkrieg hat in Großbritannien und auch in Australien oder in Kanada tiefere Spuren im kollektiven Gedächtnis hinterlassen als der Zweite. Das ist anders als in Deutschland. Wenn Sie sich versuchen, an Veranstaltungen zu erinnern, die zum 100-jährigen Beginn des Ersten Weltkriegs oder zum Ende des Ersten Weltkriegs in Deutschland stattgefunden haben, da wird Ihnen wenig einfallen. In Großbritannien war das also ein wöchentliches Ereignis, das von langer Hand vorbereitet war. Dafür gibt es viele Gründe, auf die ich nicht weiter eingehen kann, aber einer der wichtigsten ist hier bildlich abzulesen. Da sehen Sie zwei Gedenktafeln in einer kleinen Methodistenkirche im Nordwesten von England, also ungefähr in der Größe von Litzelstetten. Das Große davon ist für den Ersten Weltkrieg, das Kleine davon ist für den Zweiten Weltkrieg. Wenn Sie sich die Zahlen dazu angucken, dann sehen Sie, dass also von den Zahlen derer, die sozusagen umgekommen sind, gar kein so wahnsinnig großer Unterschied ist. Aber 135 Männer aus dieser Gemeinde waren in irgendeiner Form im Ersten Weltkrieg involviert. Viele davon sind schwer traumatisiert zurückgekommen und viele hatten natürlich Angehörige, die die ganze Zeit gewartet haben, was mit ihnen ist und so weiter und so fort. Die zweite Vorbemerkung. Die Erinnerungsorte, die für Großbritannien mit dem Ersten Weltkrieg assoziiert sind, sind andere als die, die wir in Deutschland mit dem Ersten Weltkrieg verbinden. In beiden Ländern, Australien ist anders, aber da komme ich noch drauf, geht es zwar sehr oft um die Westfront, wie jetzt auch wieder in der Neuauflage von Im Westen nichts Neues. In Deutschland denken wir aber da vor allem, wenn wir überhaupt darüber nachdenken, an Verdun.
Und in Großbritannien gibt es sozusagen zwei Grundtypen. Das erste ist der, das ist der erste Tag der Schlacht an der Somme vom 1. Juli 1916, wo auf britischer Seite am ersten Tag dieser Schlacht 20.000 Soldaten gefallen sind und rund 40.000 verwundet waren. Der zweite Typ ist der hier. Das ist die Schlacht, die in Deutschland die sogenannte dritte Flandernschlacht heißt. In Großbritannien fungiert es unter Passchendaele. Das fing Ende Juli an und dauerte dann bis November 1917 und vor allem in den letzten Monaten fand das also in einer völlig apokalyptischen Landschaft statt, von der Sie da so ein paar Bilder sehen. Zusammengenommen, und das ist die dritte Bemerkung, gibt es in Großbritannien ein außerordentlich umfangreiches Archiv von Texten, die also chronologisch von der Kriegszeit selbst bis in die Gegenwart, also bis ins 21. Jahrhundert reichen, generisch in allen literarischen Gattungen, von der Regimentsgeschichte zum Kinderbuch oder vom experimentellen Roman zur Graphic Novel, daneben Filme, Fotografie, Malerei und so weiter und in letzter Zeit auch Videospiele. Und da kommen immer so bestimmte Handlungselemente vor. Wenn man da mal 20 gelesen hat, kann man dann auch selber einen schreiben. Going over the top, nächtliche Exkursionen ins Niemandsland, Verwundete, die im Niemandsland zurückbleiben, dann immer wiederkehrende Handlungsorte, Schützengräben, Niemandsland und Requisiten, Leichenteile, Ratten, Läuse, unzureichende Ausrüstung, ungenießbare Rationen und so weiter. Was ich im Folgenden machen werde, das ist Ihnen eine ganz kleine Auswahl aus diesem Archiv zu präsentieren, mit Texten, die aus der Kriegszeit selbst beziehungsweise den ersten ein, zwei Jahren nach dem Krieg stammen. Und mein Fokus liegt, wie wir ja schon gehört haben, auf einer ganz bestimmten Thematik, den durch diese Texte vermittelten Geschlechterrollen, wobei ich mich im Wesentlichen, wie gleich noch zu erläutern sein wird, auf männliche Geschlechterrollen, also auf Konstruktionen von Männlichkeit konzentrieren werde. Ich mache das in folgenden Schritten. Zuerst kommt ein klein bisschen Theorie über Männlichkeitskonstruktionen und die jeweils anderen des idealen Mannes. Dann rede ich über einen Mann, der von Zeitgenossen als ein Idealer konstruiert worden ist, Rupert Brooke. Und dann rede ich über die anderen dieses idealen Mannes, schwule Männer, Männer, die zu alt sind, um dienen zu können und Männer, die Kriegstraumata erleiden. Und in den letzten zwei Kapiteln versuche ich, das ein bisschen anders zu drehen und auch damit darüber zu reden, dass natürlich Männlichkeitskonstruktionen auch mit der Art von Texten, in dem sowas stattfindet, zu tun haben und dass Männlichkeit auch ganz stark mit nationaler Identität gekoppelt ist. Und dazu nehme ich Australien als Beispiel. Okay. Der ideale Mann. Das Konzept der hegemonialen Männlichkeit wurde in Anlehnung an den italienischen Philosophen Antonio Gramsci ab den frühen 1980er Jahren von R.W. Connell entwickelt. Nach Connell sind Konstruktionen von Männlichkeit, Zitat, Positionen im Geschlechterverhältnis, und hegemoniale Männlichkeit ist dabei durch eine doppelte Relationalität charakterisiert. Das heißt, es wird anhand von oder entlang von zwei Machtachsen konstruiert. Die eine ist die von Männern gegenüber Frauen und die zweite ist die von einer bestimmten kulturell unterschiedlichen Konstruktion von Männlichkeit, was ich jetzt den idealen Mann nenne, gegenüber anderen Männern, die untergeordnet oder marginalisiert sind. Und mir geht es jetzt im Folgenden vor allem um die zweite, also die Binnenrelation zwischen hegemonialer Männlichkeit einerseits und untergeordneten und marginalisierten Männlichkeiten andererseits. Connell unterscheidet zwischen untergeordnet und marginalisiert, und mit untergeordnet meint er vor allem homosexuelle Männlichkeiten, weil sie in einer Geschlechterordnung, die heteronormativ strukturiert ist, als vermeintlich verweiblicht gelten. Und mit dem Begriff der marginalisierten Männlichkeit bezieht er andere Kategorien sozialer Ungleichheit mit ein und berücksichtigt die Verschränkung von Geschlecht mit zum Beispiel Ethnie oder sozialer Klasse. Und mittlerweile bezieht also die Männlichkeitsforschung auch andere Differenzkategorien mit ein, zum Beispiel Alter,
physische und psychische Konstitution oder Transnationalität. Connell selbst sagt hierzu, Zitat, es gibt schließlich auch schwarze Schwule und effeminierte Fabrikarbeiter, Vergewaltiger aus der Mittelschicht und bürgerliche Transvestiten. Und es geht darum aufzuschlüsseln, aufgrund welcher Differenz jemand in welcher Situation diskriminiert wird. Im Folgenden, also ich habe die Zitate immer auf Englisch hingeschrieben, ich werde sie aber auf Deutsch, also in deutscher Übersetzung, vorlesen. Und ich weiß, also dass meine Folien textlastig sind, aber es geht halt auch um Texte. Ich habe versucht, da wenigstens auch immer Bilder dazu zu tun. Also, die Gedanken, denen er in den sehr wenigen Kriegssonetten, die er hinterließ, Ausdruck verlieh, werden von vielen tausenden junger Männer geteilt werden. Diese Sonette zeichnen seine Geschichte nach und enthüllen ihn, Rupert Brooke, selbst. Heiter, furchtlos, vielseitig begabt, gelehrt, von klassischer Symmetrie des Geistes wie des Körpers, sich fraglos in den Dienst einer hohen Sache stellend, war er genau so, wie man sich Englands edelste Söhne in Tagen, an denen nur das allerwertvollste Opfer akzeptabel ist, nur wünschen würde. Und das wertvollste Opfer ist das, das am bereitwilligsten gebracht wird. Das ist ein Nachruf von Winston Churchill auf Rupert Brooke. Rupert Brooke ist der junge Mann, den Sie in verschiedenen Posen da abgebildet sehen. Er ist 1887 geboren als Sohn eines Lehrers an der sehr prestigeträchtigen Privatschule Rugby und hat die auch selber absolviert und danach in Cambridge studiert und ab 1911 als Lyriker seine ersten Dinge veröffentlicht. Er war extrem gut vernetzt, so gut vernetzt, dass er also bei Kriegsausbruch von Winston Churchill in dessen neu gegründete Royal Navy Division aufgenommen wurde. Also er hat sich natürlich freiwillig gemeldet. Diese wurde bereits Ende August nach Belgien verschifft, um dort Antwerpen gegen die Deutschen zu verteidigen, was schiefgegangen ist. Und die Division wird also evakuiert und ist dann also erstmal in England im Lager und wird dann im März 1915 erneut in Einsatz versetzt, und zwar in Vorbereitung der alliierten Landung auf der türkischen Gallipoli-Halbinsel in die Ägäis verschifft. Von Gallipoli, das ist nicht so ein Ort, der so wahnsinnig viel im deutschen kollektiven Gedächtnis vorhanden ist. Da hören wir auch später noch was davon, aber nur im Moment, das ist eine Halbinsel auf der europäischen Seite der Dardanellen, die besetzt werden sollte, um als Ausgangsbasis für die Eroberung von Istanbul, Konstantinopel, zu dienen. Also die Türken waren im Ersten Weltkrieg auf der Seite der Deutschen. Brooke starb allerdings, bevor in Gallipoli angelandet wurde, und zwar in einer Blutvergiftung, die er sich als Folge eines Mückenstichs bei einem Zwischenaufenthalt in Alexandria eingehandelt hatte. Und er starb am 23. April 1915. Der 23. April ist der Georgstag, also der englische Nationalheiligentag. Und er wurde also in der Ägäis begraben. Die von Churchill im Nachruf erwähnten Kriegssonette sind 5 an der Zahl, die im Herbst und Winter 1914 entstanden sind und gehören zu den bekanntesten englischsprachigen Gedichten überhaupt, vor allem das fünfte heißt The Soldier, der Soldat, und beginnt folgendermaßen: If I should die, think only this of me, that there's some corner of a foreign field that is forever England. Wenn ich fallen sollte, dann denkt immer nur an das eine, die Ecke eines Ackers in einem fremden Land wird für immer England sein. Also jeder Brite kann das zitieren. Während diese Gedichte bereits vor Brooks Tod einer breiteren Öffentlichkeit bekannt waren, The Soldier wird also in einer Predigt im April 1915 in St. Paul's Cathedral zitiert, wurden sie nach Brooks eher sozusagen antiheroischem Heldentod in unzähligen Auflagen wieder aufgelegt, meistens zusammen mit einem Porträt von ihm, gern das mit der nackten Schulter, also so Posterboy-artig. Trotz ihres tendenziell kriegsverherrlichenden Tons blieben sie und blieb Brooke bis weit über das Kriegsende 1918 hinaus und erneut im Zweiten Weltkrieg außerordentlich beliebt. Also natürlich war Brooke kein idealer Mann, aber der sich um ihn und seine Texte herumbildende Kult machte ihn zu einem solchen. Hegemoniale Männlichkeit ist keine statistische Norm, aber sie hat normativen Charakter.
Der Brooke-Kult speist sich, wie aus Churchills Nachruf ersichtlich, aus dem griechischen Ideal der kalokakadia, also gut und schön, kalos kakados, der Verbindung von körperlicher Schönheit und geistigen Vorzügen. Im Nachruf heißt es daher von klassischer Symmetrie des Geistes wie des Körpers. Wobei man wissen muss natürlich, dass die englische Oberschicht bis also weit ins 20. Jahrhundert hinein also humanistisch gebildet war. Andere Quellen in anderen Texten über Brooke sind das mittelalterliche Ideal der Ritterlichkeit, Chivalry, dessen Geläufigkeit sich der Mittelalterbegeisterung des 19. Jahrhunderts verdankt, sowie das christliche Ideal des Opfers, Sacrifice. Von unmittelbarer Relevanz für die Kriegspropaganda und wiederum in Churchills Nachruf betont ist, dass dieses Opfer freiwillig gebracht wird. Und das wertvollste Opfer ist das, das am bereitwilligsten gebracht wird, heißt es bei Churchill. Großbritannien kannte zu Beginn des Ersten Weltkriegs, anders als die meisten anderen kriegsführenden Nationen, keine Wehrpflicht. Die wurde erst 1916 eingeführt und es hatte nur eine vergleichsweise kleine Berufsarmee, sodass das Land umso mehr darauf angewiesen war, dass sich möglichst viele Männer freiwillig zum Kriegsdienst melden. Das für Leserinnen und Leser des Jahres 1918 verstörende an Allen, dem Mann, in den sich Dennis Blackwood, der Protagonist von Rose Alatinis Roman Despised and Rejected, verliebt, ist, dass er, wiewohl er als schwuler Mann Connells untergeordnete Männlichkeit repräsentiert, in vielen Aspekten, nicht zuletzt dem der Verbindung von körperlicher Schönheit und geistigen Vorzügen, dem idealen Mann à la Rupert Brooke zum Verwechseln ähnlich ist. Anders als Dennis selbst, also Dennis ist der Protagonist, der zwar, wie die Erzählerfigur des Romans immer wieder betont, konventionell männliche physische Attribute besitzt, groß, breitschultrig und so weiter, in dem aber, Zitat, die Seele einer Frau, Zitat Ende, wohnt, ist eben Allen schön, stark, männlich. Bei ihrer ersten Begegnung verlieben sich die beiden ineinander, doch während Allen bereits gelernt hat, zu seiner sexuellen Identität zu stehen, wird es bis zu Dennis' Coming Out und in der Folge zum Geschlechtsverkehr zwischen den beiden noch eine Weile dauern. Der Titel des Romans, Despised and Rejected, also verachtet und zurückgestoßen, ist angesichts dieses Handlungsverlaufs, also der Text ist von 1918, nur zur Erinnerung, bereits eine Provokation. Es handelt sich um ein Bibelzitat, das sogenannte vierte Knecht-Gottes-Lied, Jesaja 53,3. Er wurde verachtet und von den Menschen abgelehnt, ein Mann, der Schmerzen mit Krankheit vertraut, jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts, was also in der Regel als eine Prophezeiung der Leiden von Christus gelesen wird. Homosexuelle Handlungen waren in Großbritannien strafbar und blieben es in England bis 1967 und in Schottland bis 1980. Einer breiteren Öffentlichkeit im Jahr 1918 war dies nicht zuletzt durch den Skandalprozess gegen den anglo-irischen Schriftsteller Oscar Wilde präsent, 1895, in dem Wilde zu 2 Jahren Zwangsarbeit verurteilt worden war. Zeitgleich wurden in der Medizin- und Rechtswissenschaft der zweiten Hälfte des 19. und des beginnenden 20. Jahrhunderts Homosexuelle vermessen und definiert oder in der Formulierung von Michel Foucault erfunden. Dieses Phänomen bezeichnet Foucault als Sexualitätsdispositiv. Es umfasst alle diskursiven und institutionellen Techniken und Technologien, die Sexualität in der Moderne als Gegenstand des Wissens hervorbringen, seien es biologische, medizinische, psychologische oder pädagogisch-diskursive Produktionen. In Despised and Rejected finden sich diese diskursiven Produktionen etwa in Formulierungen wie der bereits zitierten von Dennis weiblicher Seele wieder, im Körper eines Mannes, und sie funktionieren sowohl als Überwachungs- oder Regulierungsmechanismen als auch als Grundlage für ein von Stolz geprägtes Selbstbewusstsein. So heißt es im Roman an einer Stelle, dass Dennis und Allen als Prototypen einer idealen, androgynen Identität zu verstehen seien, in denen zukünftig Macht und Intellekt des einen eine Verbindung mit der Subtilität und Intuition des anderen Geschlechtes eingehen würden. Ihre Sprengkraft, und das bringt Alatinis Verleger Charles Daniel
im Oktober 1918 schließlich einen Prozess wegen der negativen Beeinflussung, Gefährdung der Rekrutierung, Ausbildung und Disziplinierung der Streitkräfte seiner Majestät ein. Ihre Sprengkraft entfaltet die homosexuelle Identität von Dennis und Allen dadurch, dass eine der Haltungen, in denen sie sich manifestiert, der Pazifismus der beiden ist. Dieser wird im ersten Zitat von Dennis' Vater explizit als unmännlich markiert und im zweiten von Dennis selbst begründet. Der Mann ist ein Kampftier und ich für meinen Teil würde es sehr bedauern, wenn ihm der Kampfinstinkt ausgetrieben würde. Das ist der Vater von Dennis. Dennis jedenfalls würde sich nicht einer Maschinerie überantworten, durch die Nationen einander zu beweisen versuchten, welche den größten Aderlass aushalten konnte. Einer Maschinerie, die die Tötung von Individuen durch andere Individuen organisierte, die persönlich gar nichts gegeneinander hatten. Und noch größer als seine Abscheu gegen den großen Kriegsspiel generell und sogar noch größer als sein Aufbegehren gegen seine Sinnlosigkeit und seine Erbarmungswürdigkeit, größer als die physische Angst vor Tod oder Verwundung, war seine Angst davor, andere töten oder verwunden zu müssen. Kaltblütig die Körper von Männern verstümmeln oder zerfetzen zu müssen, die so jung waren wie er selbst, die Körper von Männern, die so jung waren wie Allen. Bei der Einführung der Wehrpflicht 1916 verweigern Dennis und Allen den Kriegsdienst, und zwar als Absolutisten, das war der Begriff damals, was bedeutet, dass sie auch nicht bereit sind, ohne Waffen beispielsweise als Sanitäter zu dienen oder Zivildienst zu leisten. Dies bringt ihnen beiden längere Gefängnisstrafen in Militärgefängnissen ein. Als Alatinis Verleger, wie bereits erwähnt, im Oktober 1918 verklagt wird, richtet sich die Anklage in erster Linie gegen die pazifistischen Tendenzen des Romans. Die Strategie seines Verteidigers, aus heutiger Perspektive vielleicht etwas unglücklich gewählt, ist, dass der Titel Despised and Rejected nicht auf den Pazifismus des Protagonisten anspiele, dessen wegen er verachtet und abgelehnt würde, sondern, Zitat, auf seine abnormen sexuellen Tendenzen. Da dies aber nicht Gegenstand der Anklage war, bezieht sich das Urteil nur auf das, was man im Dritten Reich als Wehrkraftzersetzung bezeichnet hätte. Und Daniel, der Verleger, wird zu einer Geldstrafe und der Übernahme von Gerichtskosten verurteilt. Die unverkauften Exemplare des Romans müssen eingestampft werden. Dass sich Daniel dennoch dazu veranlasst sieht, sich explizit von den homoerotischen Aspekten des Romans zu distanzieren, verweist wie auch Medienkampagnen und zahlreiche Prozesse gegen schwule Soldaten vor Zivil- und Militärgerichten darauf, dass in der Zeit des Ersten Weltkriegs die Grenze zwischen verbotenem und erlaubtem Umgang von Männern untereinander besonders umkämpft war, um hier ein Bild aus dem militärischen Bereich zu bemühen. Der Autor, die Autorin, hat mir versichert, dass die Liebe zwischen dem Protagonisten und seinem Freund mit der zwischen David und Jonathan vergleichbar ist. Das ist ein Rembrandt-Gemälde von David und Jonathan. Mir ist etwas nicht aufgefallen, auf das ich mittlerweile hingewiesen worden bin, dass nämlich bestimmte Abschnitte auch eine unmoralische Deutung zulassen. Mir persönlich wäre es lieber, dass ein Buch verbrannt würde, als dass ich dazu beitrüge, der moralischen Verwerflichkeit von homo- oder kontrasexuellen Individuen Vorschub zu leisten. Während der Schluss des Zitats wiederum belegt, dass die Terminologie von Foucaults diskursiven Produktionen, homosexuell, kontrasexuell und so weiter, Eingang in die Alltagssprache der Weltkriegszeit gefunden hat, zeigt die Anspielung auf die biblischen Figuren David und Jonathan, dass die eben genannte Grenze zwischen legitimen und illegitimen gleichgeschlechtlichen Beziehungen und ihren Ausdrucksformen historisch und kulturell variabel ist. Die Genderforscherin Eve Sedgwick spricht hier von einem Bruch oder vielleicht jeweils unterschiedlichen Sollbruchstellen in einem Kontinuum zwischen Homosozialität, also emotionale Bindung, Freundschaft zwischen Männern und so weiter, und Homosexualität. Auch in H.G. Wells' Roman Mr. Britling Sees It Through gibt es einen idealen, schönen und guten, freiwillig in den Krieg ziehenden und dort sein Leben opfernden Mann, nämlich Hugh Britling. Der Protagonist des Romans ist jedoch ein Mann, der aufgrund seines Alters marginalisiert ist, das heißt nicht in den Krieg ziehen und sein Leben opfern kann, obwohl dies sein innigster Wunsch wäre. Also der Protagonist ist der Vater.
von Hugh, ein renommierter Schriftsteller, dessen Leben und soziales Umfeld einige Parallelen zur Biografie von Wells aufweisen. Britlings Name ist Omen. Einerseits enthält er eine Anspielung auf Britisch, andererseits wird das Suffix Ling im Deutschen wie im Englischen oft abwertend oder diminutiv verwendet. Also im Deutschen kennen wir zum Beispiel Feigling, Jüngling und so weiter. Was Mr. Britling zu einem, vor allem im Vergleich zu seinem Sohn, unvollkommenen Briten macht. Wells Roman ist ein frühes Beispiel für einen intergenerationalen Konflikt, der sich in einem Diskurs negativer Vaterschaft manifestiert und der in der englischen Literatur in den Gedichten der Kriegslyriker, zum Beispiel Sassoon oder Winfred Owen, aus der Perspektive der Söhne formuliert wird, oft unter Bezugnahme auf die einschlägige biblische Episode, in der sich wie in einem Fenster der Kirche St. Magdalena in Troy in der Champagne Abraham anschickt, seinen Sohn Isaac zu opfern. Negative Vaterschaft meint hier, dass eine Generation unschuldiger junger Männer von ihren bösen Vätern, verkörpert durch Politiker, Generäle, Kriegsgewinnler, in den Krieg gehetzt und dort im Stich gelassen und verraten worden ist. Oder wie es Mr. Britling selbst formuliert, als er die Nachricht vom Tod seines Sohnes erhält: Wir waren zu dumm, um auch nur für die einfachsten Dinge zu sorgen. Wir schickten all diese Jungen in ihr Elend und in die Gefahr. Wir schickten sie dorthin, obwohl sie schlecht ausgerüstet waren. Wir schickten unsere Kinder in das Feuer des Moloch, weil wir Engländer in unserem Wesenskern eine Welt von faulen, verwöhnten, heuchlerischen, nur scheinbar gutmütigen alten Männern und Männern mittleren Alters waren. Wozu nützte uns unsere falsche Bescheidenheit, unser Bemühen um Duldsamkeit für und Vertrauen in besoffene alte Rechtsanwälte, wutschnaubende Redner, starrsinnige Offiziere und engstirnige Beamte? Sie schlachteten die Jugend Englands. Alte Männer waren selbst nicht in Gefahr und sorgten dafür, dass die Jungen in den Schützengräbern krepierten. Genauso verhielt es sich. Mein Sohn, rief er laut in die Dunkelheit. Es ist, glaube ich, also man kann, glaube ich, nicht oft genug betonen, dass der Roman 1916 erschienen ist. Und zwar noch vor der Schlacht an der Somme, die in der Regel so als Wendepunkt in der Kriegshaltung der Briten interpretiert wird. Jetzt ist es in dem Roman natürlich so, dass in diesem intergenerationalen Konflikt zwischen Vätern und Söhnen der Roman die Perspektive des Vaters einnimmt. Und die wandelnde Haltung dieses Vaters zum Krieg ist eng mit der Beziehung zu seinem Sohn verbunden. Von anfänglicher Kriegsbegeisterung über Desillusionierung zu Kritik und wie gesagt, das alles noch 1916. Entsprechend setzt der Roman dem Diskurs der negativen Vaterschaft ein programmatisch neues Verständnis der Vaterrolle entgegen, ein Modell, das sowohl nationale, britische Väter erziehen ihre Söhne anders als deutsche, als auch universelle, alle Väter auf allen Seiten des Konflikts trauern um ihre Söhne und schließlich religiöse Dimensionen hat. Durch ihre Söhne finden die Väter zu Gott zurück. Die Konturen, die diese neue Vaterrolle haben soll, lassen sich aus dem Roman wie folgt ableiten. Zum einen haben auch die neuen Väter, wie im Diskurs der negativen Vaterschaft, eine Schuld auf sich geladen, also nicht individuell, aber kollektiv, als Angehörige ihrer Generation. Von dieser Schuld können sie aber bis zu einem gewissen Grad erlöst werden, zum einen, weil sie selber leiden, zum anderen, weil ihre Söhne, wie Christus, für sie gelitten haben und schließlich leiden neue Väter deswegen so sehr, weil sie die Pflichten und mit ihnen auch die Privilegien übernommen haben, die in Familienkonstellationen traditionell mit der Mutterrolle verbunden sind. In dem Moment, in dem Vaterschaft zu Elternschaft umgedeutet wird, wird den Müttern die Fähigkeit und vielleicht sogar das Recht zur Trauer um die Söhne abgesprochen. Als Mr. Britling die Todesnachricht erhält, sperrt er sich in seinem Arbeitszimmer ein und seine Frau, die bezeichnenderweise auch nicht die leibliche Mutter, sondern die Stiefmutter ist, klopft bei ihm an und will also mit ihm zusammen trauern und ihn trösten und er lässt sie nicht rein und macht das mit sich alleine aus. Unser nächster idealer Mann und seine Probleme. Die idealen Männer in Gilbert Francos 1920 erschienenem Roman Peter Jackson's Cigar Merchant
St. Francis, der Cousin des Titelhelden und eine Art Wiedergänger von Rupert Brooke, und der Titelheld selbst, allerdings in einer eher bürgerlich etablierten Variante. Als der sich, also Peter Jackson, zum Kriegsdienst meldet, ist er schon ein bisschen älter, er ist ein erfolgreicher Geschäftsmann und er ist verheiratet mit 2 Töchtern. Im Krieg wird Francis, der Cousin, schwere körperliche Verletzungen erleiden, während Peters körperliche Beeinträchtigungen insgesamt weniger gravierend sind, jedenfalls gegenüber seinem psychischen Zusammenbruch, für den es im Englischen den Ausdruck Shell Shock gibt. Ein Begriff, der in Großbritannien auch über 100 Jahre nach seiner ersten Verwendung nichts von seiner Resonanz oder Aura verloren hat. Im Deutschen gab es zu der Zeit den Kriegszitterer, aber den Begriff verwendet, glaube ich, niemand mehr. Also ich habe den noch nie von irgendjemandem gehört, wohingegen Shellshock kommt andauernd vor. Shellshock kann als eine Art posttraumatische Belastungsstörung betrachtet werden, manifestiert sich aber in Formen, die unmittelbar oder mittelbar auf das für den Ersten Weltkrieg typische Kriegsgeschehen in den Schützengräben der Westfront zu reagieren scheinen. Ich habe bewusst darauf verzichtet, Ihnen einschlägige YouTube-Videos vorzustellen. Da gibt es jede Menge, da können Sie danach suchen. Da gab es also so medizinische Lehrfilme, die jetzt halt inzwischen im Netz stehen von eben Shellshock-Patienten. Die verbreitetsten Symptome sind Lähmungen, Kontrakturen, Spasmen, Verlust des Sprach-, Seh-, Hörvermögens, Lähmungen und sowas, was man Stupor nennt, also eine Art so psychischer Erstarrung, in denen die Individuen zwar sozusagen wach sind, aber keinerlei psychische oder physische Aktivität an den Tag legen. Bei Kriegsende waren in Großbritannien rund 80.000 Soldaten in militärischen oder zivilen Einrichtungen behandelt worden, wobei es also eine sehr hohe Dunkelziffer gibt. Und das Spektrum der verfügbaren Behandlungen reicht also von Elektroschocks bis zu Gesprächstherapien, aber immer mit dem Ziel, den Patienten für den aktiven Kriegsdienst wiederherzustellen. Geprägt wurde der Begriff ursprünglich von dem Psychiater Charles S. Myers, der in einem einflussreichen Aufsatz noch im ersten Kriegsjahr organische Ursachen für diese Symptome vorschlug, nämlich also Veränderungen im Gehirn oder im Nervensystem, die er auf Granateneinschläge, daher Shell Shock, in der Nähe des Patienten zurückführt. Allerdings gelang es ihm nicht, diese Veränderungen durch Obduktionen nachzuweisen und außerdem waren viele der Patienten entweder nicht in der Nähe eines Granateneinschlags gewesen oder ihre Beschwerden ließen sich nicht auf ein auslösendes Ereignis zurückführen. Im Verlauf des Krieges begannen Ärzte zu vermuten, dass Kriegsneurosen durch die Bedingungen, unter denen der Krieg geführt wird, im Allgemeinen verursacht wird. Also zum Beispiel die erzwungene Passivität unter Granatfeuer, was dann zum einen die Frage aufwarf, warum manche Soldaten eben einen psychischen Zusammenbruch erlitten und andere nicht. Waren erstere erblich vorbelastet, gar degeneriert, letztere nicht. Eine kleine Minderheit gelangte schließlich zur Überzeugung, dass es keiner Prädisposition bedarf, sondern je nach Situation potenziell jeder Soldat traumatisiert werden könnte. So oder so stellten Shellshock-Opfer ein Problem für die Armee dar, nicht zuletzt deswegen, weil echte Opfer schwer von Simulanten zu unterscheiden waren und in vielen Fällen unter Generalverdacht standen, eben Simulanten zu sein oder gar Feigheit vor dem Feind an den Tag gelegt zu haben. Da komme ich später nochmal drauf. In vielen Texten der Kriegs- und Nachkriegszeit, von medizinischen Abhandlungen bis zur Unterhaltungsliteratur, wird daher ein Mann, der ein Kriegstrauma erleidet, stigmatisiert, weil er wie eine hysterische Frau seine Gefühle nicht unter Kontrolle hat. Die in diesen Texten aufgerufene Triade von marginalisierter Männlichkeit, Feigheit und geistiger Umnachtung wird geradezu exemplarisch durch Peter Jacksons Frau Patricia formuliert. Peter tat ihr unendlich leid. Sie verstand die Ängste, die sie, da sie nun wusste, wie es um ihn stand, in seinen Augen sehen konnte und schwor, ihn vor diesen Ängsten zu retten. Aber jedenfalls anfänglich konnte sie nicht ganz das Wort Madness, also geistige Umnachtung, aus ihrem Gedanken verbannen. Und sie konnte auch nicht umhin, ihn in ihrem tiefsten Inneren für diese Ängste zu verachten.
Peter war nicht länger ein Mann, ihr Ehemann, zu dem sie aufsehen, auf den sie sich verlassen, den sie in Notfällen zu Rate ziehen konnte, sondern ein Schwächling, eine schutzbedürftige Kreatur. Sie hasste sich für diesen Gedanken, sie beschämten sie, genau wie Peters Ängste ihn beschämten, und sie machte sich daran, sie zu besiegen, furchtlos und entschlossen. Nach 2 Tagen hatte sie sich fast an die Idee einer Krankheit gewöhnt. Peter war krank, das sagte sie sich immer und immer wieder vor, krank, nicht verrückt. Und er litt an einer Krankheit, die sie allein heilen konnte. Damit die Spannung nicht ins Unermessliche wächst, nehme ich voraus, dass Patricias Therapie so aussieht, dass sie ihn dadurch remaskulinisiert, dass sie also ehelichen Geschlechtsverkehr mit ihm hat, der die Geburt eines Sohnes zur Folge hat. Die ersten beiden Kinder sind Töchter, wenn Sie sich erinnern. Nachdem aber der Roman über diese Möglichkeit nicht verfügt, wie versucht der Roman, den Leserinnen und Lesern gegenüber den Shellshock-marginalisierten Mann zu remaskulinisieren? Zum einen macht der Roman also konsequent eine Parallelführung der psychischen Verletzungen von Peter und der physischen Verletzungen seines Cousins und suggeriert dadurch, dass sie also gleichwertig sind oder doch vergleichbar sind, diese Traumata. Zum Zweiten hat Peters psychischer Zusammenbruch detailliert beschriebene physische Ursachen, die auf die horrenden Bedingungen in den Schützengräben zurückzuführen sind. Die letzte Unze, so der Titel des betreffenden Kapitels auf der Waagschale von Peters emotionalem Gleichgewicht, ist schließlich die Explosion einer Granate. Also Franco versucht, also alle möglichen Theorien da reinzupacken. Und drittens tritt also mit Peters Schwiegervater Harren eine neue Spezies von Romanfigur auf den Plan. Ein Psychiater, der sich auf Shellshock spezialisiert hat und für seine innovativen Theorien und Behandlungsansätze sogar zum Ritter geschlagen worden ist. Ihm wird im Roman die Aufgabe übertragen, Erkenntnisse der neuen wissenschaftlichen Psychiatrie in anschauliche Bilder zu kleiden. Die erinnern uns auch an die Rolle, die die Fotografie im Ersten Weltkrieg spielt. Zitat: Das menschliche Gehirn fertigt laufend Schnappschüsse an, genau wie eine Kamera. Und es hebt die Bilder dann irgendwo auf und kramt sie wieder hervor, wenn sie gebraucht werden. An dieser Bildertheorie arbeiten wir gerade zum Wohl der Shellshock-Patienten. Ein Schnappschuss, das wissen Sie, ist in der Jägersprache also ursprünglich ein Schuss aus der Hüfte ohne sorgfältiges Zielen. Gut, ich wechsle jetzt sozusagen ein bisschen die Blickrichtung und setze 2 weitere Akzente. Ich habe die ganze Zeit entlang von Romanfiguren argumentiert, ihren Konstellationen, ihren Entwicklungen und so weiter. Und jetzt rede ich darüber, wie ein bestimmter Romantyp eine bestimmte Form von Männlichkeit generiert. Und zum Schluss geht es dann um Konstruktionen von Geschlecht und nationaler Identität. Gattungen sind nicht nur literarische Phänomene, sondern reagieren auf außerliterarische historische Phänomene und bieten dadurch, dass sie bestimmte Handlungsmuster, Topoi und Themen kodifizieren, spezifische Lösungen zum Problem von Form und Inhalt an. Und an diese Lösung können sich dann Autorinnen und das Publikum orientieren. Also wenn Sie abends den Sonntagabend den Tatort einschalten, dann wissen Sie ungefähr, dass da ein Mord drin vorkommen wird und so weiter. Und das ist eine Orientierung für Sie als Zuschauerin und für die Leute, die diese Drehbücher schreiben. Die Gattung der John Buchans 1919 erschienene Roman Mr. Standfast zuzurechnen ist die des Abenteuerromans. Abenteuerromane haben typischerweise Helden, entweder Individuen oder eine Gruppe, die auf einer gefährlichen Mission erfolgreich Hindernisse und Gefahren überwinden, entweder um Recht und Ordnung wiederherzustellen, also die Variante Western, oder um die Nation zu retten, James Bond, oder um die Niederlage abzuwenden, wie irgendwelche Kriegsfilme. In Großbritannien des ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhunderts war der typische Abenteuerroman entweder für erwachsene Leser oder in der Jugendliteratur eine Reaktion auf imperiale Expansion. Ein Held wird an die Ränder des britischen Imperiums geschickt, um dort mit Techniken, die er aus dem Zentrum mitgebracht hat, die Wilden zu zivilisieren. Die Geschichte, die England sich erzählte, wenn es abends zu Bett ging,
Das waren die Abenteuerromane. Und im Traum bestärkten sie die Abenteuerromane Englands Entschlossenheit, in die Welt hinauszugehen und sie zu erkunden. Während die imperiale Dimension des Abenteuerromans schon sehr lange ein kritischer Gemeinplatz ist, werden in den letzten Jahrzehnten auch seine Gender-Aspekte thematisiert. In den Worten der feministischen Literaturwissenschaftlerin Elaine Showalter: Wenn wir diese Erzählungen lesen, müssen wir uns immer fragen, warum gerade dieser Mann gerade diese Geschichte erzählt. Was sind seine Interessen? Welches Verhältnis hat er zu den Fantasien, die in der Geschichte wiedergegeben werden? Es kommt hinzu, dass dadurch, dass eine Abenteuererzählung zwischen Sprechern, Autoren und ihrem männlichen Publikum zirkuliert, Frauen, wie das für die Geschlechterverhältnisse und die Epoche typisch sind, ausgeschlossen werden. Frauen können nicht am Geschichtenaustausch, der um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert Erzählungen strukturiert, partizipieren. Der Ich-Erzähler in Mr. Standfast ist Richard Haney. Den kennen einige von Ihnen vielleicht aus den 39 Stufen. Da tritt er das erste Mal auf. Das ist auch ein Roman, der dann von Hemmer, von Hitchcock verfilmt worden ist. Also Haney ist ein imperialer Abenteurer, der seine Herkunft aus der Tradition des Abenteuerromans ebenso wenig verleugnet wie der Roman, dessen Protagonist er ist. Er erzählt eine Geschichte aus der Endphase des Ersten Weltkriegs. In dieser Geschichte scharrt der Herd, der sich als agentisch erlebt, das heißt als kompetent, zielorientiert und durchsetzungsstark, eine Gruppe von Männern um sich, die im Frühjahr 1918, obwohl zahlenmäßig den deutschen Soldaten weit unterlegen, an einem strategisch kriegsentscheidenden Frontabschnitt die deutsche Offensive an der Westfront zurückschlagen. In Parenthese sei hier bemerkt, dass sich agentische Helden natürlich nur in militärischen Szenarien bewähren können, in denen anders als unter Granatfeuer in Schützengräben agentisches Handeln möglich ist, also beispielsweise als Jagdflieger. Entsprechend ist die Repräsentanz von Jagdfliegern in entsprechenden Texten disproportional zu der vergleichsweise geringen militärischen Bedeutung, die sie im Ersten Weltkrieg noch hatten. Denken Sie mal an den Roten Baron oder so. Was nun aber in Buckens Formulierung Hannays Gruppe anlangt, so werden in diese Gruppe Männer kooptiert, die aufgrund ihres Alters, ihrer Herkunft, ihrer psychischen und physischen Konstitution und ihrer Ideologie, einer von ihnen ist Kriegsdienstverweigerer, marginalisierte Männlichkeiten repräsentieren. Die werden also in die Gruppe eingegliedert. In einem parallelen Prozess wird die Machthierarchie zwischen hegemonialen und marginalisierten Männlichkeiten entlang der nationalen Konfliktlinien verschoben. Seiner Männlichkeit beraubt, wird im Romanverlauf Haneys Gegenspieler der deutsche Meisterspion Ivory. He had never in his life been anything but powerful. Now he was impotent. Er war in seinem ganzen Leben immer nur mächtig gewesen, nun war er impotent. So, und jetzt im letzten Teil geht es nochmal um nationale Konfliktlinien und deren Einfluss auf Konstruktionen von Männlichkeit. Und diesmal verlaufen die Konfliktlinien innerhalb der Entente, genau genommen zwischen Großbritannien und Australien. Im Frühjahr 1915 wurde das australisch-neuseeländische Expeditionsheer, dessen Soldaten nach dem Akronym für Australian and New Zealand Army Corps als ANZACs bezeichnet werden, von Ägypten, wo es ausgebildet worden war, nach Gallipoli verschifft. Sie erinnern sich daran, dass da auch Rupert Brooke hin unterwegs war. Die ANZACs landeten dort am 25. April 1915, ein Tag, der in Australien immer noch feierlich als ANZAC Day begangen wird. Sie trafen auf erbitterten türkischen Widerstand und nach 8-monatigem Grabenkrieg wurden sie schließlich im Dezember 1915 evakuiert. Die gesamte militärische Aktion kostete rund 87.000 Türken, 22.000 Briten, 10.000 Franzosen, 8.700 Australiern und 2.700 Neuseeländern das Leben. Es war eine militärische Niederlage natürlich. Zahlen, so schrecklich sie in der Summe auch sind, zeigen, verloren nur vergleichsweise wenige Australier und Neuseeländer in Gallipoli ihr Leben. Das heißt im Vergleich zu Türken, Briten, Franzosen, aber auch im Vergleich zu späteren ANZAC-Opfern an der Westfront. Also die Australier sind dann später nach Frankreich verlegt worden.
Dennoch ist der Gallipoli-Feldzug vor allem in Australien zu einem Gründungsmythos geworden, weil sich in ihm erstmals australische Soldaten gegenüber den ehemaligen britischen Kolonialherren nicht nur als ebenbürtige, sondern sogar als überlegene Kriegskameraden erweisen konnten. In Gallipoli hatte damit die junge Nation und mit ihr ein spezifisches Nationalbewusstsein ihre Feuertaufe bestanden, und zwar, wie viele Australierinnen und Australier bis in die Gegenwart hinein glauben, obwohl ihre Soldaten vom britischen Oberkommando als Kanonenfutter missbraucht worden waren. Ganz kurz zum Bild. Der Herausgeber von The Anzac Book, Charles Bean, hatte ursprünglich beabsichtigt, eine Anthologie von in den Schützengräben von Gallipoli entstandenen Texten und Zeichnungen als Weihnachtsgabe für die dort kämpfenden Soldaten zusammenzustellen. Mit der Evakuierung der Halbinsel noch vor Weihnachten 1915 wurde die Weihnachtsausgabe, für die er zwischen Anfang November und Anfang Dezember rund 150 Beiträge aus den Reihen der Soldaten erhalten hatte, zu einem Erinnerungsstück, also in Klammern. Also was ich völlig faszinierend finde an dieser ganzen Geschichte, dass also im Ersten Weltkrieg, also natürlich die meisten Soldaten, jedenfalls im Westen, alphabetisiert waren und also auf Teufel komm raus, die schlechtesten Gedichte, Kurzgeschichten, die haben alle geschrieben wie verrückt. Also, und Briefe geschrieben, Gedichte geschrieben und so weiter und so weiter. Und die haben da auch alle geschrieben, saßen also in den Schützengräben, haben Gedichte geschrieben. Und wir haben also noch die Manuskripte dieser Beiträge, die auf irgendwelchen Zetteln geschrieben worden sind. Aber weil die Manuskripte auch noch vorhanden sind, lässt sich also erstens zeigen, dass Bean zum einen bei seiner Auswahl für die Anthologie sehr selektiv vorgegangen ist und überdies selbst die Zeichnungen und Texte, die er aufnahm, rigoros überarbeitete. Angesichts der Tatsache, dass von The Anzac Book bereits im ersten Erscheinungsjahr rund 100.000 Exemplare verkauft wurden, erwies sich Beans Konstruktion des idealtypischen australischen Soldaten als außerordentlich einflussreich. Die Konturen dieses Typs werden in der Depesche des britischen Kriegsreporters Alice Ashmead-Bartlett sichtbar, aus der die australische Öffentlichkeit erstmals Details über die Landung erfuhr. Und es ist wichtig, dass es ein britischer Korrespondent ist. Diese Kolonisten sind, wenn sie unter Feuer geraten, außerordentlich kaltblütig und machen sich oft nicht einmal die Mühe, unter den Klippen in Deckung zu gehen. Einer der seltsamsten Anblicke war der von Soldaten, die im Meer badeten, während um sie herum Granatkartätschen explodierten. Also man überlegt sich mal kurz, ob die gewusst haben, was da auf sie drauffällt und da fröhlich rumgesprungen sind, aber Bartlett sieht das ein bisschen anders. Und in einem 1921 erschienenen Roman, in dem sich, wir erinnern uns an Elaine Showalters Kommentar zum Abenteuerroman, eine um ein Lagerfeuer versammelte Gruppe von Kriegsveteranen Geschichten erzählt, liest sich das wie folgt. Die australischen Soldaten, die dem breiten Schoß der Natur angepflanzt wurden und aus ihm entsprungen sind, haben große wilde Herzen und keine Lust darauf, unter dem Beifall einer zahmen Menge im Stechschritt zu marschieren. Sie haben zu sehr im wirklichen Leben gelebt, um sich von Formalitäten verführen zu lassen, für die es keine Notwendigkeit gibt. Im 19. Jahrhundert unterschieden sich Konstruktionen von Männlichkeit im Mutterland Großbritannien und in der Kolonie Australien kaum voneinander. Hier wie dort wurden dieselben Abenteuerromane gelesen, wurde vor allem an den Eliteschulen nach ähnlichen Lehrplänen unterrichtet. Und hier wie dort wurde von Intellektuellen vor allem in den letzten Jahrzehnten des Jahrhunderts der Begriff der Degeneration diskutiert. Die Generationslehre, also das in Parenthese, ist die mit Rassentheorien verknüpfte Vorstellung, dass sich aufgrund verschiedener gesellschaftlicher Entwicklungen die menschliche Physis und Psyche immer stärker von einem Idealtypus wegentwickelt. Sind britische Siedler im australischen Bush besonders von Degeneration bedroht oder werden sie dadurch, dass sie sich in dieser harschen und lebensbedrohenden Umgebung beweisen müssen, erst zu richtigen Männern, im Unterschied zu ihren britischen Vettern und zu Stadtbewohnern in beiden Ländern. Und letzteres, also die These, dass sie zu richtigen Männern werden, weil sie im Busch unterwegs sind, die setzt sich durch. Natürlich waren die wenigsten australischen Soldaten im Busch, aber das nur nebenbei.
Zum Zeitpunkt des Zusammenschlusses der australischen Kolonien zur Föderation 1901 verbanden sich so Männlichkeitsdiskurse des imperialen Zentrums und der kolonialen Peripherie zu einer spezifisch australischen hegemonialen Männlichkeit. Zäh, stoisch, verschworen, furchtlos Seite an Seite unter horrenden Bedingungen, der australische Begriff dafür ist Mateship. Unter Kriegsbedingungen wie in Gallipoli sind die anderen dieser Soldaten, zum Beispiel die, wie im Zitat aus The Anzac Muster, im Stechschritt marschieren. Und diese anderen waren, je länger der Krieg andauerte, nicht nur die für ihren Stechschritt bekannten Deutschen, sondern auch beispielsweise britische Offiziere. Australische Soldaten waren stolz auf ihre Akte der Insubordination den Briten gegenüber, von der Weigerung zu salutieren bis hin zur aktiven Befehlsverweigerung. Dass unter diesen Umständen das Thema Kriegstrauma erst in den letzten Jahrzehnten Eingang in australische Weltkriegsromane gefunden hat, verwundert nicht. Und ich kenne keinen einzigen australischen Weltkriegsroman, der in irgendeiner Form positiv eine homosexuelle Beziehung darstellt. Was die Australier, also de facto war das dann so, dass die, solange sie in Ägypten zum Beispiel stationiert waren, also ganze Stadtteile verwüstet haben und also eine extrem hohe Rate von Geschlechtskrankheiten hatten. Das waren aber auch Themen, die in der australischen Geschichte erst ganz langsam aufgearbeitet werden. Und ich komme zu meiner letzten Folie, die ich gern erst mal ein bisschen auf Sie wirken lassen wollen würde. Ab den 1990er Jahren gab es in Großbritannien eine Kampagne, die den Titel hatte Shot at Dawn, also im Morgengrauen erschossen, weil im Morgengrauen die meisten Hinrichtungen im militärischen Kontext stattgefunden haben. Das Ziel dieser Kampagne war es, die rund 350 britischen Soldaten, die im Ersten Weltkrieg standrechtlich erschossen worden waren, zu rehabilitieren. Und zwar unter anderem mit dem Argument, dass viele der Verbrechen, wegen derer sie verurteilt worden waren, auf ihre Kriegstraumata zurückzuführen waren. Also etwa Feigheit vor dem Feind, Befehlsverweigerung, Fahnenflucht. Im Jahr 2006 beugte sich die britische Regierung schließlich dem öffentlichen Druck und begnadigte 309 dieser 350 oder so hingerichteten Soldaten. Die übrigen wurden nicht begnadigt mit der Begründung, dass sie auch vor einem Zivilgericht zu Tode verurteilt worden wären, also zur damaligen Zeit, zum Beispiel, weil sie jemanden umgebracht hatten. Auf dem Bild sehen Sie das Denkmal für die Shot at Dawn Opfer in der zentralen britischen Gedenkstätte der Royal British Legion in Staffordshire. Vielen Dank. Vielen Dank für diesen spannenden Vortrag zu Konstruktionen von Männlichkeit. Haben Sie Fragen, Anmerkungen, Kommentare? Ich fand das Modell, was du ganz am Anfang thematisiert hast von Cornell, auf der einen Seite sehr interessant, auf der anderen Seite wahnsinnig reduktiv. Also im Sinne einer Differenzfiguration hätte man sich ja wesentlich mehr vorstellen können, dass man zum Beispiel einen Mann nicht nur als Nicht-Frau oder nicht-schwuler Mann konstruiert, sondern zum Beispiel auch in Bezug auf Alter, in Bezug auf eine bestimmte Wirtschaftsmacht oder Ohnmacht etc. Das heißt also, inwiefern ist dieses Modell eigentlich jetzt in der Genderpolitik und in der Diskussion, in der aktuellen Diskussion, letztlich völlig veraltet? Und was wären da neue Möglichkeiten, das zu definieren? Also, dass es völlig veraltet ist, sieht Connell inzwischen selber. Okay. Und also
die Männlichkeitsforschung hat sich tatsächlich, das habe ich, glaube ich, am Anfang ganz kurz gesagt, also sehr viel stärker in Richtung von zusätzlichen Differenzkriterien und also, dass man halt tatsächlich wirklich guckt, warum wird jetzt jemand in einer bestimmten Situation wie diskriminiert. Also ich habe das deswegen schon mal so versucht, so ein bisschen zu erweitern, dass ich also die physische und psychische Verfassung und auch Alter damit reingenommen habe. Ne? Mhm. Aber es ist klar, dass es also viele verschiedene andere gibt. Also ja, und wie gesagt, also ich meine, du hast dann also im Ersten Weltkrieg also alle möglichen seltsamen Konstellationen, ne? Dass dann also zum Beispiel dann halt die verschiedenen, also vor allem die britischen und die französischen Heere dann natürlich alle möglichen Soldaten aus den ehemaligen Kolonien hatten. Ne? Also dann auch schwarze Soldaten oder Gurkhas und so weiter, die oder Chinesen oder so, ne? Die dann natürlich innerhalb ihrer sozusagen Armee diskriminiert worden sind und so. Da gibt es ganz viele verschiedene Spielarten. Ja, das ist sehr spannend, was Sie erzählen. Und, gibt es denn eigentlich auch irgendwelche Zahlen darüber, ob zum Beispiel homosexuelle Soldaten im Krieg weniger erfolgreich waren, in dem Sinne, dass sie also weniger mit dem Feind erfolgreich in Berührung kamen? Oder ist es eher so, dass die dann eher getürmt sind? Ich frage das deswegen, weil in den USA gibt es ja nun seit einiger Zeit sehr stark diese Gay-Bewegung und es gibt auch empirische Studien, die zeigen, das fängt in New York an, wo ja die Gay-Bewegung dann sehr prominent wurde, dass dort, wo die Gays sozusagen positiv auch in die Gesellschaft integriert wurden, dass sie dort auch die wirtschaftliche Entwicklung befördert haben. Also von daher sozusagen ein positiver Treiber der wirtschaftlichen Entwicklung. Und ich meine, es gibt ja auch genug Beispiele eben gerade in der Modebranche, dass die Top-Mode-Schöpfer eben zu einem großen Teil gay waren. Also von daher ist die Frage, ob schon damals im Ersten Weltkrieg auch solche differenzierten Ergebnisse berichtet werden. Ich denke, nein. Das war deswegen natürlich schwierig, weil man ja nicht erheben konnte, wer jetzt in der Truppe schwul ist oder nicht, weil das natürlich auch ein juristisches Problem war. Das war ja verboten. Anekdotisch hat man also den Eindruck aus vielen Texten, also von sozusagen schwulen Soldaten, die sich auch freiwillig gemeldet haben und extrem stolz waren, dass sie in diesem Kontext sozusagen ihre Männlichkeit beweisen konnten. Aber das ist eine rein anekdotische Geschichte. Da kann also man kann dazu keine Zahlen erheben. Im Übrigen gilt das ähnlich auch für lesbische Frauen. Also lesbische Frauen haben sich auch in großer Zahl zum Kriegsdienst gemeldet. Natürlich konnten sie keine Soldaten werden, obwohl es auch ein paar Verkleidete tatsächlich gegeben hat. Aber die haben sich zum Beispiel als Ambulanzfahrerinnen und so weiter gemeldet. Und da gibt es auch Romane darüber, wo also diese Ambulanzfahrerinnen-Problematik thematisiert ist. Und das ist ein lesbisches Textgenre. Aber gibt es diese geschlechtliche Funktionalisierung für den Ersten Weltkrieg auch für die quasi andere Rolle, sprich für die Frauenrolle, so wie zum Beispiel, dass in einigen Romanen deutscher Herkunft im Zweiten Weltkrieg in Bezug auf Trümmerfrauen etc. Existierte? Also ich habe diese Frauenthematik habe ich jetzt mal rausgelassen. Also die ist aber natürlich, ich habe darüber auch was geschrieben, aber das jetzt für diesen Zweck. Das ist aber sehr interessant, weil es war natürlich so, dass also bei den Scharen von Männern, die eingezogen wurden, notgedrungen Frauen in Rollen eingerückt sind, die sie vorher nicht ausfüllen konnten. Also da gibt es dann also weibliche Polizistinnen, Straßenbahnfahrerinnen und so weiter und so weiter und so weiter. Das hat natürlich zum einen dazu geführt, dass also die Frauen am Ende des Ersten Weltkriegs dann überwiegend das Wahlrecht gekriegt haben, nicht alle, aber die meisten, hat aber in der Folge auch zu so einem Backlash geführt, weil natürlich die Soldaten, die zurückkamen, dann wieder in die Jobs zurück wollten und die Frauen entsprechend aus den Jobs rausgekickt worden sind. Also es gibt zum Beispiel also Statistiken über die
die Frauenanteile in Oxford und Cambridge. Und da war, also die waren natürlich unter dem Krieg auch höher, als man das vermutet hätte. Und nach dem Krieg gab es also extreme und sehr erfolgreiche Bemühungen, da also Quoten einzurichten, um eben die weiblichen Studierenden wieder aus der Uni rauszuhalten. Und die Diskussion in der Genderforschung, die also das anlangt, ist also, ob jetzt nun der Erste Weltkrieg einen Zuwachs an Emanzipation gebracht hat oder das genaue Gegenteil. Ne? Entschuldigung. Matthias. Zwei Fragen. Die erste ist sozusagen, es wurde ja deutlich am Ende deines Vortrags, dass es eine Differenz gibt zwischen der britischen und der australischen. Mhm. Das motiviert mich dazu zu fragen, also wie hoch würdest du den Stellenwert des Themas Männlichkeit in der Kriegsliteratur veranschlagen? Man könnte ja auch erwarten, dass in der, also die britische Gesellschaft ist ja doch eine relativ starke Klassengesellschaft, dass sozusagen, dass einfach soziale Konflikte zum Beispiel eine starke Rolle spielen, die von der Heimat an die Front exportiert werden und später dann eben überarbeitet werden. Wäre das erste, also wie wichtig ist das Thema im Kontext oder im Vergleich zu den anderen Themen, die es im Kriegsroman auch gibt? Und dann ist mir, hat mich am meisten überrascht eigentlich, dass deine Beispiele alle aus der Zeit des Krieges kommen oder unmittelbar in den ersten Nachkriegsjahren. In der deutschen Literatur gibt es so eine Phasenverschiebung. Das hat viel mit Erich Maria Remarques Im Westen nichts Neues zu tun, das 1928, wenn ich jetzt mich nicht täusche, veröffentlicht wird. Aber auch sonst gibt es irgendwie eine relativ starke Delle. Also es gibt irgendwie zwischen dem unmittelbaren Kriegsende, nach dem unmittelbaren Kriegsende eigentlich kein großes Interesse an fiktionaler, erzählender Kriegsliteratur. Also es gibt viele Offiziersmemoiren und so weiter, aber sozusagen der eigentliche Kriegsroman, der kommt erst 10 Jahre später. Das kann mit der deutschen Gesellschaft und ihren internen Problemen, Stichwort Weimarer Republik, zu tun haben, aber vielleicht... Würde mich interessieren, gibt es sowas in der englischen Literatur auch oder ist das ein einziges Kontinuum sozusagen vom, aus dem Krieg raus bis heute, dass da deutlich wird? Okay, ich fange mit dem letzten an. Also ich denke, dass, also in Großbritannien sind immer Texte über den Ersten Weltkrieg geschrieben worden und zwar angefangen von der Kriegszeit selber. Es gab aber genau wie du mit Im Westen nichts Neues das angesetzt hast. Es gab am Ende der 20er Jahre das, was also in der britischen Diskussion als War Books Boom fungiert. Und das wurde tatsächlich auch ausgelöst, zum Teil ausgelöst von Remarques. Und das war also das waren dann Texte von Soldaten, die also selber im Krieg gewesen sind. Und das ist so eine seltsame Mischung aus also Autobiografie und fiktionaler Text. Was aber passiert ist dann, das ist, dass also diese Art von Kriegsroman also bis weit ins 20. Jahrhundert hinein die sozusagen stilbildende gewesen ist. Und diese ganzen anderen verschiedenen Typen von Kriegsroman, die es auch gegeben hat, einfach untergegangen sind. Und das ist dann erst so gegen Ende, sagen wir mal, der 1990er Jahre oder so, der Second War Books Boom und so weiter. Und das hängt dann auch ganz stark immer mit den sozusagen Jahrestagen zusammen. Ne? Also das 1928 ist nicht zufällig 10 Jahre nach Kriegsende. Und dann gibt es also so eine Fülle von Texten in den 60er Jahren und eine Fülle von Texten in den 90er Jahren, je nachdem, welche Generation da gerade immer ausstirbt. Also ich glaube, das Entscheidende ist, dass es also sozusagen immer viele Texte über den Krieg gegeben hat und irgendwann verfestigt sich das dann zu so einer stilbildenden Kriegsromangattung. Da gehört dann Im Westen nichts Neues rein. Was das Erste anlangt, ich habe keine Statistik, aber mein Eindruck ist, dass also Fragen wie die soziale Schichtung, die in Großbritannien natürlich sehr wichtig ist, also ganz stark immer mit Männlichkeitsdiskussionen verknüpft ist. Also die Texte, die ich kenne oder die mir jetzt da einfallen, da geht es dann immer darum, dass also der Offizier einer höheren sozialen Schicht angehört, seine Soldaten einer niedrigeren sozialen Schicht und der Offizier, der meistens also noch deutlich jünger ist als seine Soldaten, kümmert sich wie ein Vater, strich wie eine Mutter
um seine Schäfchen. Da gibt es also die berühmte Szene, die also in jedem Kriegsroman irgendwie wiederholt wird. Die gehen dann am Sonntag alle in die Kirche und danach müssen sie alle ihre Stiefel ausziehen und der Offizier geht rum und guckt, ob sie also die Füße ordentlich gewaschen haben und so weiter. Ne? Also was so eine Mischung aus Christus am Gründonnerstag und die Mutter, die sich um ihre Zöglinge kümmert. Also insofern denke ich, dass man also diese soziale Frage nicht von der Männlichkeitsfrage trennen kann und umgekehrt. Und genauso, was auch also ein wichtiges Thema ist, das ist die Frage sozusagen der innerbritischen Verwerfungen, also schottische gegen englische, gegen walisische und so weiter Offiziere. Aber auch das wird zum Teil über das Thema der Männlichkeit ausgetragen. Jetzt haben wir noch eine Frage von ganz oben. Hallo, ich habe noch eine Frage spezifisch zu dem Buch von H.G. Wells, was Sie erwähnt haben. Ja. Sie meinten ja, dass den Müttern die Trauer abgesprochen werden, wenn der Vater zu einem Elternteil wird, ja, weil er seine Maskulinität verliert. Und ich wollte fragen, ob Sie nochmal vielleicht mehr darauf eingehen können, wie die Maskulinität von spezifischen Soldaten Einfluss auf die Weiblichkeit von Frauen hat. Können Sie denn den letzten Satz nochmal wiederholen? Also die Korrelation zwischen der Männlichkeit von Soldaten und der Weiblichkeit von den Frauen, von den Soldaten. Die Männlichkeit der Soldaten und die Weiblichkeit von ihren Müttern oder von ihren Freundinnen oder von wem? Von dem Vater spezifisch und so. Der Mutter. Statistisch gesehen war es also im Ersten Weltkrieg so, dass die Kommunikation zwischen den Soldaten und den Familien daheim hauptsächlich tatsächlich zwischen dem Soldaten und seiner Mutter, seiner Frau, seinen Schwestern und so weiter abgelaufen ist und sich die Väter in diese Geschichte so gut wie gar nicht eingemischt haben. Und wenn die Soldaten an ihre Väter geschrieben haben, dann waren das die Inhalte also komplett andere. Und ich denke, also so diese Väter wie also in Mr. Britling, man kann auch sozusagen andere Beispiele, Arthur Conan Doyle zum Beispiel war also ein solcher Vater oder Rudyard Kipling, die haben also alle beide ihre Söhne im Krieg verloren. Ich denke, dass also die versuchen, also das Primat der Vaterschaft gegenüber der Rolle der Mutter also ganz stark zu machen. Und zwar also sozusagen gegenläufig zu den sozusagen statistischen Beziehungen, die also tatsächlich zwischen Soldaten und ihren Müttern, ihren Freundinnen und so weiter. War das was Sie gemeint haben? Nicht ganz. Dann habe ich es nicht verstanden. Also ich dachte, dass die Mutter ja spezifisch an Weiblichkeit verliert, weil der Vater trauert. Habe ich das richtig verstanden? Und warum sind die beiden Sachen verbunden? Weil die Weiblichkeit hat ja einen klaren Link zu der Männlichkeit von dem Vater. Gut, also ich hab argumentiert, und ich glaube nicht, dass das sozusagen für alle Fälle zutrifft, aber ich habe argumentiert, dass es in dem Roman darum geht, dass der Vater zu so einem Übervater wird, dass der Vater eigentlich das einzige Elternteil ist, das also wirklich Trauer empfinden kann. Da gibt es eine Vorgeschichte in dem Roman, die also immer wieder aufgerufen wird. Und zwar geht die Vorgeschichte darum, dass also dieser Knabe, der dann später im Krieg fällt, also irgendwann mal als Kind also ganz furchtbar krank war, hatte Mandelentzündung oder irgendwas. Und da war es auch schon der Vater, der dieses Kind gepflegt hat und nicht die Mutter. Und darum geht es in dem Text. Ich glaube nicht, dass man das sozusagen verallgemeinern kann, aber in dem Text geht es darum zu zeigen, also ich darf zwar nicht an die Front, aber ich leide ganz furchtbar trotzdem und ich bin kein böser Vater, der seinen Sohn an die Front geschickt hat, sondern ich bin ein Vater, der also leidet und für den sich der Sohn opfern muss und so weiter und so fort. Es gibt eine ganze Literatur dazu, dass also so eine bestimmte, das heißt die Generation von 1914, also die Soldaten, die das dann überleben und die dann aus dem Krieg zurückkehren und wie die sich dann wieder in die Gesellschaft einkleidern, wohingegen die alten Säcke, sage ich jetzt mal einfach, die ganze Zeit da waren und Geld gescheffelt haben und so weiter und so fort. Und in diese Diskussion schreibt sich der Text ein.
Jetzt? Gut, wunderbar. Die ersten Texte zumindest, die du besprochen hast, die sind ja während des Krieges schon geschrieben worden oder auch erschienen. Ja, ja, ne? Ja, ja. Und meine Frage ist mehr, was weiß man über die Wirkung dieser Texte? Wo konnten die in diesen Kriegsjahren rezipiert werden? Also in der Gesellschaft außerhalb des Kriegsgeschehens oder sind diese Texte auch zu den Soldaten, zu den kämpfenden Einheiten hingekommen und haben die überhaupt bemerken können oder gibt's Bezüge, die man da herstellen kann, wo die reflektiert haben? Also ich glaube, von den Texten, die ich hatte, ist der problematischste sozusagen, was die Verbreitung und die Zensur anlangt, dieser schwulen Roman. Also weil der dann natürlich auch einen Prozess nach sich gezogen hat und so weiter und so fort. Wells war auch damals schon ein extrem bekannter Autor. Und man kann also mit Sicherheit davon ausgehen, dass der auch an der Front gelesen worden ist. Also eins der faszinierendsten Dinge ist ja, dass ein Teil der Westfront und England also irgendwie so 50 Kilometer oder so auseinander gewesen sind. Da war ein reger Verkehr hin und zurück. Die haben Postpakete gekriegt, die haben die Zeitung geliefert gekriegt und so weiter und so fort. Die waren also in den Diskurs ihrer Zeit also vollkommen eingebunden und die waren natürlich auch zu Hause. Und haben also zu Hause von ihren Kriegserlebnissen erzählt, haben Zeitung gelesen, in der Zeitung wurde der Roman besprochen und so weiter. Das zirkulierte. Also in Australien ist es anders, weil das einfach so verdammt weit weg ist. Ne? Da hat es dann immer Monate gedauert, bis sie da irgendwas erfahren haben von irgendwem. Aber innerhalb von sozusagen Frankreich und England, die Offiziere haben sich Fortnum und Mason Picknickkörbe in die Gräben liefern lassen. Dreimal am Tag wurde Post verteilt. Also natürlich nicht, wenn sie gerade in der ersten Frontlinie waren, aber da waren sie ja auch nicht die meiste Zeit. Noch eine Frage zur Entwicklung der Beziehung zwischen Mann und Frau. Es gibt ja hier in Deutschland dieses Buch Wolfszeit. Und dieses Buch Wolfszeit beschreibt die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Und in einem Kapitel wird natürlich auch dieses Verhältnis Mann-Frau beschrieben. Und dort wird gesagt, dass die Männer, die dann aus dem Zweiten Weltkrieg zurückkamen, eigentlich von vielen Frauen verachtet wurden, weil sie eben den Krieg verloren hatten. Und deswegen ist die Frage, gibt es in dieser Geschichte oder diesen Erzählungen zum Ersten Weltkrieg irgendetwas, was auf diese Beziehung eingeht? Sie haben erwähnt, den traumatisierten Soldaten, wo die Frau dann schließlich sagt, naja gut, der ist krank und vielleicht kann ich was tun. Aber es gab ja eigentlich die englischen Soldaten, die 1918 als Sieger zurückkamen. Hat das irgendwie die Beziehung zwischen den Soldaten, die zurückkamen und ihren Frauen verändert? Auch das ist irgendwie so schwer sozusagen pauschal zu beantworten. Aber ich denke, ein Teil des Problems war tatsächlich, dass halt viele Frauen jahrelang alleine waren oder allein mit den Kindern waren und dann also versucht haben, die Familie irgendwie durchzubringen. Und dann kam also der Mann und wollte sozusagen in die Ehemann- und Vaterrolle wieder einrücken. Und wollte natürlich, also verständlicherweise, auch in seinen Beruf zurückkehren. Und dann war es natürlich auch so, dass also sehr viele Soldaten entweder traumatisiert oder tatsächlich verwundet zurückgekehrt sind. Und das Sozialsystem der Zeit natürlich auch nicht so war, dass sie also sozusagen ständig in öffentlichen Einrichtungen versorgt werden konnten, sondern es ist sehr viel von dieser Vorsorge oder Versorgungsarbeit natürlich auch an den Frauen hängen geblieben. Da gibt's also auch so eine interessante Diskussion darüber. Also was natürlich auch der Fall ist, das ist, dass dadurch, dass im Ersten Weltkrieg sind also ungefähr 800.000 britische Soldaten gefallen. Das ist ungefähr doppelt so viel wie im Zweiten Weltkrieg. Das heißt, nach dem Krieg gab's also auch ein demografisches Übergewicht von Frauen gegenüber von Männern.
Und da gibt es jetzt Diskussionen darüber, ob dann sehr viele Frauen überhaupt nicht geheiratet haben. Das war so die generelle Meinung. Wenn man sich das genau anguckt, wird man also eher feststellen, dass dann Frauen also plötzlich andere Beuteschemata entwickelt haben. Das heißt, dass sie auch Männer geheiratet haben, die sehr viel jünger, die sehr viel älter waren, die aus einer anderen sozialen Schicht kamen und so weiter. Aber da streiten sich die Statistiker noch. Aber ich weiß nicht, ob sie, ob Ihnen Peter Wimsey, also Dorothy Sayers und diese Lord Peter Romane. Also Lord Peter, das ist eine Romanserie aus den 20er Jahren. So Lord Peter ist kriegstraumatisiert und hat dann also immer so Anfälle, wo er dann so tagelang eben abtauchen muss. Aber er gründet auch eine Agentur, die ihm zuarbeitet. Und diese Agentur, die ihm zuarbeitet, besteht aus lauter älteren, unverheirateten Frauen, die auch nicht mehr zu einem Ehemann kommen können, weil die Ehemänner potenziellen dann eben im Krieg geblieben sind. Also insofern finden also diese Art von Diskussionen findet dann auch so ihren Niederschlag wirklich in der Trivialliteratur oder in der Zeit. Dann möchte ich zunächst ganz herzlich danken für diesen Vortrag und für die Bereitschaft, auf die Fragen zu antworten. Ich danke Ihnen für Ihr Kommen und Ihr Interesse. Ich würde Sie bitten, den ausgeteilten Umfragebogen auszufüllen und jetzt noch nicht gleich zu gehen, weil Herr Franke noch zwei, drei Worte sprechen möchte. Okay. Ja, meine Damen und Herren, bevor wir jetzt hier auseinandergehen, möchte ich gern doch noch kurz Ihre Aufmerksamkeit beanspruchen. Und zwar möchte ich erstens Frau Mergenthal auch herzlich für Ihren Vortrag danken. Damit werden ja viele sehr schwierige Fragen angesprochen, die sicherlich auch noch nicht beantwortet sind. Aber man denkt natürlich automatisch jetzt auch an den Ukraine-Krieg. Da sind ja offenbar auch sehr schwierige Bedingungen gegeben und Sie haben das ja auch hier mit dem Ersten Weltkrieg verdeutlicht. Also vielen Dank. Was ich aber jetzt gerne machen möchte, ist, ich möchte hier sozusagen offiziell Frau Mergenthal aus unserem Koordinationsteam verabschieden. Sie wissen, dass wir dieses Team vor etwa 2 Jahren mit Frau Mergenthal ergänzt haben. Und Frau Mergenthal hat also in unserem Team sehr schön und erfolgreich mitgearbeitet. Sie hat etliche Vorträge eingeworben, die hier auch sehr gut angekommen sind. Und sie hat auch immer wieder sehr wichtige Vorschläge zur Verbesserung der Organisation und des Ablaufs des Studium Generale gemacht. Und das ist ein Punkt, für den ich ihr sehr danken möchte. Nun, Sie wissen, Frau Mergenthal ist eben jetzt auch in den Ruhestand getreten und sie wohnt jetzt auch schon seit Beginn des Semesters oder schon etwas länger sogar in Nürnberg mit ihrem Mann, sodass sie also hier sozusagen nur noch eine Stippvisite in Konstanz heute gemacht hat. Das ist sehr schön und ich möchte aber nichtsdestotrotz Ihnen herzlich für Ihr Engagement danken und ich erlaube mir Ihnen auch einen Tropfen noch zu geben. Der ist allerdings nicht aus Bayern. Und Sie werden sich denken können, woher er ist. Nun, Sie haben heute über England und Australien gesprochen. England hat zwar auch in Kent Weine, die werden immer besser, aber ich persönlich ziehe die australischen Weine sehr stark vor. Deswegen habe ich Ihnen hier einen australischen Wein mitgebracht, ein herber Tropfen, der Ihnen aber hoffentlich trotzdem den Silvesterabend versüßen wird. Insofern also wünsche ich Ihnen und Ihrem Mann, dass Sie in Nürnberg nun ein sehr schönes Heim gefunden haben, dass Sie sich dort wohlfühlen und dass Sie durchaus auch Ihre wissenschaftliche Arbeit weiterführen können, und zwar hier als Hobby und nicht als sozusagen Aufgabe. Insofern alles Gute dazu und ich freue mich, wenn ich Sie mal gelegentlich doch hier wiedersehen kann. Ja, nun, damit möchte ich Ihnen auch herzlich danken, dass Sie uns hier im Studium Generale in diesem Jahr die Treue gehalten haben. Dieses ist ja der letzte Vortrag in diesem Jahr und Sie haben schon an der Tafel gesehen, am ersten Montag, dem 9. Januar im neuen Jahr, spricht dann Kardinal Marx und ich denke, das wird auch eine sehr spannende Diskussion werden.
Und dazu möchte ich Sie natürlich auch herzlich einladen. Aber erst einmal wünsche ich Ihnen alle fröhliche Weihnachten mit der berühmten fetten Weihnachtsgans und dann natürlich auch ein sehr gutes neues Jahr, in der Hoffnung, dass wir dann vielleicht ein friedlicheres Jahr bekommen und dass wir dann alle in Gesundheit und Frohsinn weiterleben können. Alles Gute, bis zum neuen Jahr.